Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 41 von Oceanhorn. Ja, und ich kriege hier gerade eine lustige Begrüßung von einem Feind, der mir da einfach gefolgt ist. Im letzten Part haben wir ja hier aufgehört, weil es meinen Wecker genervt hat. Und da habe ich mir das hier noch angesehen, habe gedacht, wie komme ich da rüber und ist das vielleicht zu kompliziert und so weiter. Und genau so ist es auch. Es geht ganz normal da oben weiter, wenn ich das richtig sehe. Ich zeige es euch gleich, wenn der Typ hier aufhört zu nerven. Ja, ich kann er auch einfach abballern, das kann der sich nicht wehren. Ist ja auch mal krass. Nö, kann er nicht. Oh, bitter. Oh, nee, wenn er natürlich blockt, ist es natürlich auch bitter für mich. Gut, der Schaden ist nicht brutal, aber dafür, wie ich da, jo, den in Schach halte, das ist richtig heftig. Ja, und zwar kann man einfach hier hoch und kann dann hier über die Steinwand drüber. Dann komme ich an die Stelle, wo ich eigentlich raus wollte. Das ist ja hier unten. So, und jetzt kann ich hier weitergehen. Ah, nee, Quatsch, hier oben muss ich dann doch hin. Ah, und dort drüber springen. Ja, so schwer ist es eigentlich nicht. Waren wir hier oben eigentlich mal? Kommt mir auch so unbekannt vor. Hier waren wir mal. Das ist doch die Stelle, wo diese Tante da damals stand, oder? Ja. Und da irgend so ein Zeichen, Gebet, wie auch immer gemacht hat. So. Und jetzt gehen wir hier rüber und holen uns hier die Kiste. Herzfragment wäre cool. Herzteil. Erfahrungspunkte sind auch cool. Können wir auch gebrauchen. So, wie viel haben wir jetzt hier entdeckt? Das ist jetzt die andere Frage. 88%. Uah, da ist richtig viel noch zu finden, glaube ich. Und das war auch die Stelle, wo ich da irgendwie hoch wollte. Na gut, da gibt es noch die ganze Kerngeschichte da. Oh, nee. Hat man da Bock drauf? Nee, ne? Ah, 5 von 5. Ich habe alle Blutsteine hier gefunden, echt? Also sind es nur noch Schatztruhen, um die es hier geht. Und dann müssen wir uns halt ein bisschen umsehen. Dürfte jetzt nicht so dramatisch sein. Hier oben werden wir wohl gewesen sein. Habe ich irgendwelche Schatztruhen in der beim großen Kern liegen lassen? Das ist nicht durchaus möglich, ne? Nee, abends Abenteuer, Ungeheuer, Junge. Ja, machen wir. So. Nee, da hinten der Raum, da war nichts. Hier war noch irgendwas mit großen Buch, das ich mal angucken sollte. Oder das rote Buch. Stell dich dem Ritter vergangener Zeiten, vergiss nicht, die kalten Fackeln anzuzünden. Das habe ich bis heute nicht verstanden, was die da von mir wollen. Keine Ahnung. Ich kenne keinen Ritter vergangener Zeiten. Hat sich bei mir noch keiner persönlich vorgestellt. So, also geht's weiter um Kisten. Kisten, Kisten, immer nur Kisten. Nö, da würde ich sagen, gehen wir mal nochmal in eine Dungeon, der war ja da hinten. Ja, Kisten oder Herzteile können natürlich genauso sein. Dass da noch irgendwo irgendwelche Herzteile rumfliegen, die wir nicht gesehen haben. Also sie fliegen nicht wirklich, sondern die wir einfach nur übersehen haben. So, wo war hier der Dungeon-Eingang, ist die andere Frage. War der nicht hier nordöstlich irgendwie so? War da unten? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Oder, ne Quatsch, da musste ich einfach da vorne rein, ne, wo wir geöffnet haben. Achso, stimmt, den können wir einfach so attackieren. So, bam, so sieht's aus. Sterb doch mal bitte. Ist das so bitter, ey? Erfahrungspunkte technisch müssen wir noch ein bisschen was machen, glaube ich. 8500 da, was wir da brauchen. So, ist hier noch irgendein Moment, hier unten links, rechts vielleicht. Achso, ne Quatsch. Ach genau, und hier ist der Ausgang davon. Oh, irgendwie bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ja, hier, war hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Jetzt könnte ich den auf der anderen Seite abballern, das ist ja auch mal geil. Wenn ich ihn dann irgendwie treffen würde. So, geht doch. Na, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Das hier war ja nur so ein kleiner Mini-Dungeon, oder? Und dahin, oh, jetzt kommen die schon wieder. Nein, nicht rumnerven. So, und einfach abknallen. Ist so geil. Oh, ist das so bitter. Ja, ich fühle mich doch schon ein bisschen mächtig mittlerweile. Der Typ kann was. So, da oben war der Eingang, genau. So, und was war hier? Sonst war hier jetzt nichts mehr. Keine Kiste, kein gar nichts. Auch kein Rätsel oder irgendwas. Komm, Käfer, schon nicht nerven und auch nicht mir in die Stadt folgen oder irgend so komischer Käse, den ihr da immer macht. So, gehen wir mal hier rein, ob hier irgendwo noch eine Kiste war, die ich warum auch immer übersehen habe. Ne, ich glaube, das hier war alles relativ linear. Wenn, dann ist es nur noch ein Großkern, dass wir dort irgendwelche Kisten liegen gelassen haben. So sieht es im Moment mal aus. Ja, das hier haben wir doch alles gemacht. Dann sind wir hier durchgebrettert.
Dann knabbern irgendwelche Ratten an mir rum. Rollenspiel-Klassiker wie immer. Och, haben wir Kohle, es ist so Wahnsinn. Ja, wenn wir jetzt bloß den Quatsch dann noch alles lösen, dann können wir storytechnisch weitermachen. Da haben wir wirklich alles mal zu 100% gemacht. Wäre schon ganz geil. Hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ob ihr wollt oder nicht, da müssen wir jetzt durch. So, nö. Und jetzt kommen wir an der Stelle, ja genau, jetzt muss ich hier oben nur noch drüber jumpen. Dann kommen wir an der Stelle an dem Ausgang da raus. Glaube ich zumindest mal, so war das doch. Genau, da haben wir hier, so konnten wir das Tor hier öffnen. So war doch storytechnisch das Ganze. Weil wir da hinten so eine geile Bombe dran geballert haben. An den komischen Kahn da. Und dann war hier... Dann ging das alles, sozusagen. Da war der Laden offen. Ja komm, die Kisten müssen wir dann noch finden. Das kann ja das Riesenthema jetzt sein. Naja, also hier in der Höhle ist auch gar nichts. Ja, genau. Und jetzt sind wir am Ausgang. Also ist es nur noch der Großkern. Und der war ja auch recht übersichtlich gemacht. Gut, wobei ich nicht gedacht hätte, dass wir dort noch viel stehen gelassen haben, weil ich eigentlich dort mich auch relativ gut umgesehen hatte. Er hat mir zwar null Bock gemacht, weil er so... Also er war übersichtlich, aber irgendwie auch gar nicht. Falls das irgendwie logisch irgendwie vereinbar ist. Ich guck mal gerade hier am Anfang, das ist ja glaube ich der Anfang des Dungeons, also dieser Welt hier. Ich glaube hier oben sind wir irgendwo rausgekommen oder was. Hier ganz oben, gut, da laufe ich jetzt nicht nochmal hin. Na gut, genau, hier den Berg hoch und dann ging es hier weiter und dann bin ich so dämlich hier rumgelaufen. Oh ne, müssen wir hier weiter. So, haben wir hier mal auch geguckt, Heimatinsel, jo, waren wir schon, ist schon alles geregelt. So, ab in den Großkern. So, ein Großkern, dort werden dann noch ein, zwei Kisten sein, schätze ich mal, Schatztruhen und dann dürfte storytechnisch weitergehen. Juhu, ich hab Bock. Gehen wir mal nach links. Ja, vielleicht kann ich jetzt auch was mit meinen komischen Strahldingern da bewegen. Ernsthaft, hier war nichts. Ah, doch, hier rüber. Stimmt, das war jetzt was ich ganz am Anfang gemacht habe. Vielleicht konnte ich deswegen irgendwas noch nicht erledigen. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ne, komm, jetzt nicht Nervenroboter, Mann. Der Wächter. So, haben wir hier... Oh, da ist schon eine Kiste. Seht ihr? So einfach ist das. So einfach könnte das immer sein, wenn ich denn jetzt auch die Kiste finde. Oh, nee. Oh, oh. Gar nicht gut. Zwei Kisten. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wie komme ich denn da hin? Und die Kisten dreht sich dann auch irgendwie, dass ich da irgendwo jemanden hinkomme, runterfalle, wie auch immer. Ach du Scheiße. Oh nö, oder? Ich will das eigentlich machen. Hm. Wie komme ich dorthin? Komisch, oder? Ganz und gar nicht komisch. Oh shit, ey. Hirn denkt nach. Konso denkt nach. Komm irgendwie drauf. Mach irgendwas. Ich hätte eine kleine Mini-Idee, hätte ich. Und zwar hier runterfallen auf die Rohre. Geht schon gar nicht. Ich komme gar nicht hier hin. Dass ich dann da so rüberjumpen könnte. Geht also nicht. Das Rätsel zurücksetzen, weil ich vielleicht irgendwas anders machen muss. Möglich, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch irgendeinen linearen Weg. Ups. Was wollen die hier von mir? Ja, das ist der Ausgang. Und da komme ich über irgendeinen ganz anderen Weg dorthin. Das ist natürlich die andere Geschichte. Werden wir nochmal beim Thema umsehen. Hm. Zwei Kisten. Ich will die zwei Kisten. Gut, zumindest mal wissen wir, wo es ist. Vielleicht komme ich da irgendwie hin. Gut, das ist aber ein Kellerraum. Ich komme da dort so gar nicht mehr hin, oder? Ich gehe trotzdem mal durch, vielleicht finde ich hier irgendwo eine Möglichkeit runter zu stürzen oder sowas. Vielleicht hier hinten dran, wenn ich das hier wegbombe. Nein. Hätte ja sein können. Hm, steht da vielleicht noch was drauf? Lagerbereich, nö. Gut, zumindest mal wissen wir, wo es ist. Und ich denke mal, die zwei Kisten, das dürfte es dann auch sein.
Ich gehe mal hier hoch. Gut, vielleicht wenn ich hier hoch gehe. Genau, das geht ja hoch und dann kann ich vielleicht da irgendwie runterfallen. Links unten irgendwas jetzt? Hä? Was ist jetzt kaputt? Was war das? Ja, vielen Dank für den Hinweis. Für den merkwürdigen Hinweis. Was war das für eine Nummer gerade? So, wenn es hier hinten ein Loch gäbe, wo ich irgendwie reinfallen könnte, wäre das irgendwie geil. Habt ihr ein Loch hier für mich? Oh, das klingt alles komisch. Konso, halt die Klappe. So. Wasserstand regulieren, nach unten setzen. Dann wäre da vielleicht ein Loch, wo ich reinfallen könnte. Vielleicht. Ne, dann wäre unten drunter Wasser. Würde eigentlich relativ wenig Sinn machen. Achso, gut. Ne. Kiste ist immer noch da. Ja, die bleibt auch da, weil sie geöffnet ist. Okay, so weit, so gut. Ah, ouch, ouch, ouch. Ganz locker bleiben. Dann kann ich hier irgendwo runterjumpen. Ne. Fragezeichen, Fragezeichen. Ah, schade. Da geht, so leicht geht es dann doch nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch nur 2% oder was bekommen für das, für 4% für so ein Geheimnis. Das heißt, könnte sein, dass noch irgendwo eine Kiste ist. Kriege ich auch so langsam Nervenzusammenbrüche, ohne Quatsch, ey. Kann ich da irgendwo reinschauen? Nee, auch nicht. Da irgendwie, nö. Ah, nein, nicht mit mich weglasern, alles cool. Da könnte ich den Wasserpegel wieder erhöhen, um dann auf die andere Seite zu kommen. Ich mach's jetzt einfach mal. Da freuen sie sich. Da kommt, schwimm darüber. Schwimm rüber. Ja, super geil. Super Bernie geil. So, auch wenn ich mir nicht so sicher bin, ob das alles so der richtige Ansatz ist. Oh, vielleicht muss ich echt nur in dem Raum, wo ich da war, was clearen. Keine Ahnung. Durchaus möglich. Es gäbe so viele Möglichkeiten. Und das nervt natürlich. Zum Auswahlverfahren. Ja klar, jetzt bin ich wieder an der Stelle da. Was mir jetzt relativ wenig bringt. Ja, und um Wasser ist auch nichts los. Nee, das... Oh, Konso. Ja, nee, so kann... Konso. So kann es nicht wirklich gehen. Ich guck nur mal gerade da. Die sind aber geografisch ziemlich gleich angeordnet wie die Kisten unten drunter auch. Also die Schatztruhen. Echt mies. Wasserpegel da irgendwie arbeiten? Nö, das kann es eigentlich nicht sein. Ne, ich denke wirklich, dass es dann nur unten drunter weitergehen kann. Boah. Oder wenn ich durch den Hauptraum ginge. Ich guck mal noch gerade, ob das überhaupt noch zugänglich ist. Wenn der gar nicht mehr zugänglich ist, nimmt das mir ja auch gewisse Optionen, was natürlich cool ist. Dann weiß ich eigentlich, es kann nur hier irgendwie sein oder halt, wie gesagt... unten drunter irgendwas, dass ich dort das Rätsel irgendwie anders angehen muss. Stimmt, dort waren ja auch die Kisten, die kann ich doch durchschieben und dann dort übers Wasser, also die Kiste dann wegschieben oder sowas. Wäre das möglich? Ne, Quatsch. Ne, es sah ganz böse nach Ausgang aus. Das kann eigentlich nicht sein, was ich da rede. Kühlhalle. Im Notfall die Kühlflut nutzen, um die Temperatur des Kerns zu senken, Schlüssel herabsenken und den Kern zur Schadensanalyse zu betreten. Ja. Habe ich bis heute nicht so 100%, was sie da wollen. Also klar, haben wir ja gemacht, aber trotzdem. Na, da ist nichts wegzusprengen und da irgendwie. Komm, sprengen wir einfach alles mal in die Luft. Kann ja nicht schaden. Na gut, ein bisschen schaden kann es schon, aber ist mir jetzt egal. So, Herzen, alles cool, alles wunderbar. So, hier könnten wir zurück. Wie gesagt, da unten ging es ja. Ne, genau, da kann ich nur... nochmal den Schlüssel herabsetzen, also die Kiste da herabsetzen. Und hier war auch nichts. Ne, da kann ich das Rätsel zurücksetzen, was mich jetzt auch nicht mega weiterbringt irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Oh je, wir hängen. So, und dann halt der zentrale Raum da, wo es jetzt entscheidend ist, ob es da auch noch weitergeht, ob ich da noch was machen kann oder nicht. So, und nerv nicht rum. So.
Hier vielleicht links? Hm, eher wohl nicht, ne? Aber mal gucken, mal. Komm, was ist? Ja, ich könnte ihn einfach abballern, ich weiß es. Ich würde ihn aber gern von hinten treffen, weil dann mache ich ihm eigentlich mehr Schaden, dann ist die Sache schneller erledigt. So, komm, und jetzt aber. So, sehr schön. Und gib mir 15 Erfahrungspunkte oder was du auch immer dort droppst. So, komm. Bam, die auch noch weghauen. So, ihr Maschinenwächter, Geschichten, Nashörner, Mini-Nashörner, Blödmänner, was weiß ich. Sterb, juhu. Gibt es da auch noch einen Erfolg, wenn ich gewisse Anzahl von denen erledige? So, dann sind wir hier rüber gejumpt. Machen wir mal wieder, haben das Ding hier geöffnet, um dann... Ah, Moment, da hinten runter zu kommen. Vielleicht komme ich da an der Stelle jetzt da irgendwie sinnvoll raus. Hm. Naja, das haben wir alles gemacht. Ja, und da hinten waren wir auch. Nee. Nee, nee, nee. Hier haben wir das andere, waren die anderen Rätsel. Hier ging es dann nicht mehr da. Also hier kann ich jetzt auch nichts verändern, was... Außer es wäre irgendwo hier ein Loch, was ich nicht gesehen habe. Ist das ein Loch? Nö. Hm, natürlich könnte hier irgendwo noch ein Loch sein. Oh, aber die Rätsel hier waren so nervig, da so rüberjumpen und so. Ich lasse es jetzt mal ungeachtet. In der Hoffnung, dass das stimmt. Hm. Echt bitter. Uah. Immer noch bitter. Oh, leck, ist das so nervig. Ich sag's doch, der Dungeon hier nervt. Wenn er das sind zwei Kisten, dann muss ich halt, dann würde ich halt das Risiko eingehen, dass es ein Herzteil ist. Ah, genau, und hier komme ich nicht weiter. Was natürlich auch wieder ein Indiz ist, dass es eigentlich dort im Keller eventuell direkt die das Rätselslösung geben könnte. So, und deswegen werde ich es jetzt noch einmal versuchen, als Finale von dem Part das irgendwie zu lösen. Ja, genau. Verbrenn mich. Hab Spaß dabei. Kein Herz, egal. So, hier geht's auch wieder, wie gesagt, in den Kellerbereich. Hm. Was ist sonst da? Irgendwie hoch. Sonst da hoch werde ich nicht kommen. Kann ich irgendwas wegsprengen? Ja, kann ich hier wirklich... Die Frage ist, kann ich hier so eine Kiste reinschieben? Ich probiere es mal. Also ins Wasser reinschieben, dass ich dann das wegschieben könnte. Was weiß ich. Also diese Kiste... Ah ne, ich kann sogar von hier runterschieben. Also, das ist schon mal ausgeschlossen. Das ist schon mal behindert. Klasse. So, so viel dazu. Hier irgendwas wegsprengen. Hatte ich, glaube ich, versucht eben schon, ne? Irgendwie da rüber jumpen. Hier irgendwas wegsprengen. Nein, auch nicht. Ich bin ein bisschen überfragt. Hier was wegsprengen, dann irgendwie da rüber laufen. Nein, auch nicht. Ne, ich würde sagen, das sehe ich mir dann in der Aufnahmepause jetzt mal an. Versucht da irgendwie das Rätsels Lösung zu finden. Wenn ich es irgendwie rausfinde, werde ich es euch zeigen. Wenn nicht, bin ich dämlich. Jo, gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass es mir irgendwie gelingt. Hab da irgendwie gerade so meine Bedenken. Irgendwie nervt mich das Rätsel hier. Jo. Ich raff's nicht so richtig. Keine Ahnung. Aber vielleicht, wie gesagt, gelingt's mal. Ich werde mich drum kümmern. Freue mich auf den nächsten Part. Den dann vielleicht doch relativ finalen Absuchpart. Doch, der ist final. Und dann machen wir im nächsten Part dann weiter. Und dann geht es weiter mit der Hauptstory, mit der Insel von Arkadien oder wie die auch immer heißt. Ja, ich freue mich tierisch drauf und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.